Ein Riese, versteckt euch! Gah, dass Mario sich in Falkenheim rumtreibt. Sagtet ihr etwas eure Spielsroute? Was? Spielsroutigkeit? Aber diese Adjektive werden immer besser. Nein, nein, schon gut. Aber was waren das eigentlich für Winzlinge eben? Diese armen kleinen Kreaturen nennt man Hurensöhne. Keiner mag sie. Eines dieser Wesen soll etwas über Sternjuwele wissen. Das wird hier runtergeladen, deswegen leckt sie auch gerade ein bisschen. Solltet ihr die Verstecken suchen und sie über den Schatz befragen? Ja, das solltet ihr. Hallo, ich rede mit dir. Hä? Dankeschön. Trampe! Du bist doch auch so ein... du suchst doch auch das Sternjuwel, oder? Zeigt etwas mehr Respekt, du alte Schleimfratze. Erzähl, was du weißt. Unerhört! Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr sprecht mit Buma. Der Stammesältesten der Bubus. Bläh. Lass dich nicht so auf. Du glibberndes Fossil. Bitchfight. Beides Fossile. Eure Nachdenklichkeit, was sagte dir? Nein, alles in Ordnung. Beides Fossile. Also Großmütterchen, wo ist das Sternjuwel? Grundsätzlich habe ich zwar Respekt vor dem Alter, aber wenn du nicht sofort antwortest, dann kenne ich keine Gnade. Das Großmeisterchen kannst du dir rücksparen. Das Sternjuwel ist nicht hier, schon lange nicht mehr. Das hat ein Mann mit Bart gegeben. Cabrio oder so hieß der wohl. Er suchte nach irgendwelchen Juwelen, um die Prinzessin Quietsch, so heißt sie irgendwie, ne, zu retten. Naja, jedenfalls um eine Prinzessin zu befreien. Sicher Mario nicht. Cabrio? Peach? Bist du dumm? Auf jeden Fall haben die Juwelen, die Mario sucht, mit der Prinzessin zu suchen. Dann schnappt er sie sich wohl gleichzeitig die Juwelen und die Prinzessin. Ah, dieser Schurke! Seems legit. Aber Peach und die Sternjuwelen stehen mir alleine zu. Dieses Mal mache ich dich garantiert fertig, sobald ich dich in die Finger kriege. Jupp. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part des lang erwarteten Paper Marios. Die Bowser-Story war noch überfällig im letzten Part, der war leider zu lang geraten. Aber jetzt geht es weiter. Wir speichern den Fortschritt, drücken auf OK und sind auch mit Bowser zu Ende. Nun mit Mario. Ihr müsst schon gehen? Ja. Na gut, wenn du so entschlossen bist, kann ich wohl nichts machen. Ich hoffe sehr, dass du alle Sternjuwelen finden wirst. Hey Bomber, ich werde mich nie wieder unlauterer Mittel bedienen. Mit hartem Training werde ich mir den Titel des Champions ehrlich verdienen. Und du wirst mich nie... nicht noch einmal besiegen. Verlass dich drauf. Bomber, vielen Dank für alles. So jemand wie dich habe ich noch nie kennengelernt. Gen. Ich habe mich entschlossen, hier zu bleiben. Ich werde lernen müssen, etwas mehr auf mich selbst zu vertrauen. Du wirst mein großes Vorbild sein. Da Clubon nicht mehr da ist, werde von nun an ich die Arena führen. Finna! Ich werde deinen Platz freihalten. Komm uns also bald wieder besuchen, wann immer du magst. Deine Fans werden glücklich sein, dich gelegentlich kämpfen zu sehen. Also, bis dann. Ja, nee.
Nein, wir werden nicht zurückkehren. Wir werden nicht. Nein, nein. Sorry, nein. Jetzt haben wir schon 3 Sternjuwelen. Also dann, wir sollten schnellstmöglich zurück nach Rohlingen und unten in die alten gammligen Katakakakken kommen. Katakomben. Nehmen wir Kian. Dieses Luftschiff nach Rohlingen. Möchtest du mitfliegen? Ja. Bitte. Hier ist mein Flugticket. Und ich steige ein. Auf magischem Wege. Und wir steigen ein. Und werden hochgefahren. Läuft. Die Musik ist gut. Ich mag die Musik. Die ist vollkommen in Ordnung. Fliegen von der Stadt in den Wolken hin. Sie schweift nur noch als Erinnerung hinter uns. Tja. Aber naja. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Schöner Grafikfehler. Nach der längeren Pause. Jetzt auch von mir mal für ein paar Tage. Krankheitlich, motivations- und zeitbedingt. Also ist dann alles kombiniert gewesen und hat nicht so gut funktioniert. Ja, mach ich. Hey Bomber, ich glaube, du hast eine Mail. Ich feiere dieses Lied. Ich will das als Klingelton haben. Ich überlege, ob ich mir das wirklich... Ich will mir das als Klingelton machen. Glaub mir, ich lade mir das runter. Ah, ich feiere den Song. Egal. Mario, ich weiß jetzt, was die Gangster planen. Sie streben die Weltherrschaft an. Nein, was? Echt? Oh. Dafür sollen sie die Sternjuwelen finden und einen legendären Schatz haben. Heben. Deshalb bitte ich dich, finde diese Sternjuwelen vor den Gangstern. Ja, die haben eins. Wenn ich wieder etwas erfahre, melde ich mich, Peach. Die Welt erobern? Das hört sich übel an. Nee, 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 nö, 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 nö. Welt erobern klingt für mich nochmal. Oh, Luigi. Hi, erzähl uns was von der Story. Ich komme gerade aus dem schönen Ofendorf. Stell dir vor, da habe ich einen Teil des Wunderkompasses gefunden. Aber bei diesem Abenteuer hatte ich wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Soll ich dir was davon erzählen? Ist eine etwas längere Geschichte. Ich werde eh wieder einpennen. Also, welche Geschichte willst du hören? Monster in Ofendorf. Also, das ist eine lange Geschichte. Ich komme also im Kuchenland an und gehe direkt nach Ofendorf. Aber im Ofendorf stimmt etwas nicht, das merke ich sofort. Der Bürgermeister erzählt mir die Geschichte von Gargantula. Das ist eine riesige Spinne, die das Dorf bedroht. Gargantua verlangt ein Menschenopfer von den Dörflern. Mosella, die Tochter des Bürgermeisters, soll geopfert werden. Natürlich sage ich sofort, dass ich das Monster besiegen werde. Das Opfer soll ein Brautkleid tragen, sagt man mir. Also verkleide ich mich als Braut. Ja, das hätte ich auch so gemacht. Und in dieser Verkleidung mache ich mich auf den Weg. Ich dringe also in das Versteck der Gargantula ein. Ich wünschte nur, du hättest mich auch im Brautkleid gesehen. Ich stehe also vor der Gargantula und dann sehe ich es. Dieses Biest, seinen Schwanz, einen zweiten Kopf. Aber ich habe natürlich keine Angst. Ich greife beide Köpfe an und dann ist es soweit. Als das Biest kontern will, weiche ich aus. Und die beiden Köpfe verschlingen sich gegenseitig. Das Monster frisst sich wirklich selber auf. Und dann erscheint auf einmal eine strahlende Platte. Ich habe schon wieder einen Teil des Wunderkompasses gefunden. Und dieses Teil zeigt mir den Weg zur Isla Vanilla, weit im Osten. Ich will sofort weiter, aber der Bürgermeister lässt mich nicht. Er will, dass ich seine Tochter zur Frau nehme. Gleich am nächsten Morgen verlasse ich das Dorf, heimlich. Schließlich muss ich die Prinzessin Eclair retten. Nur eins gibt mir zu denken. Ich höre eine Stimme, wenn ich den Wunderkompass benutze. Eine klare Stimme, die mir flüstert. Ich denke, dass du die Stimme von Prinzessin Eclair ist. Ich bin richtig gut drauf. Ich muss nur an die Prinzessin denken und dann... Naja, ich bin wieder in Rohlingen. Ja, das war langweilig. Was hast du zu sagen? Ich bin Krabomben, ein Bomber aus Ofendorf. Luigi als Braut mochte nie wiedersehen, Alter. Was für eine Zumutung.
Ehrlich gesagt, er sah noch schrecklicher aus als die schreckliche Gangantula. Es ist... Was ist das denn? Och, Origin nervt. Ist meine Pflicht, zu verhindern, dass Luigi sich je wieder als Braut zu verkleidet. Mann, was ist heute mit meinen Lesekünsten los? Diesen Anblick kann man wirklich niemandem zumuten, deshalb bleibe ich bei ihm. Ich konzentriere mich mal jetzt. Auslesen. Ja. Ja gut, aus mehreren Gründen hat's halt nicht geschafft, habe ich es halt nicht geschafft mit den jeweiligen Folgen. Das müsste aber kein so großes Problem sein, weil ich meine, wenn man ein paar Tage kein Video kommt, wird keiner rumheulen. Paper Mario ist auf jeden Fall back, da kommt jetzt, versuche ich jetzt wieder öfters Folgen rauszuhauen. Hier ging es nicht lang. Ich bin hier wieder so desorientiert wie immer, weil ich einfach diese Katakomben nicht blicke. Ich weiß nicht warum. Ich bin zu dumm für diese Katakomben. Bin ich hier richtig? Ich hoffe es. Denke ich es? Nein. Hoffe ich es? Ja. Warum hoffe ich es? Keine Ahnung. Aber das hier gibt es hier. Ah. Wenn Dummheit wehtut, passiert genau sowas. Ah. Kabumse! Bienchen. Kann man diese Schalter auch betätigen mit diesem Mega... Badütz? Nein, kann man nicht. Aber man kann hier auch. Zu einer Shinesprite, habe ich gesagt. Okay, da passiert noch nicht viel. Passiert hier irgendwas? Was ist, wenn ich da drauf springe? Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Und auch hier gibt's eine Röhre. Und schon bin ich glücklich. Was ist da hinten? Hier geht's weiter. Ich geh mal kurz hier reingucken, was es hier gibt. Hier ist noch ein härterer Block. Alles klar, ich blick's nicht. Wo geht's hier jeweils hin? Das sind blaue Röhren, keine grünen Röhren wie sonst immer. Ah, das sind die Warp-Röhren. Okay, okay, okay. Nein, nein. Ich will da wieder runter. Die bringen einen halt ganz schnell an die jeweiligen Orte. Das ist jetzt Kapitel 1 und 2. Da hinten müssten sich dann Kapitel 3 und 4 befinden. Das heißt, in Kapitel 4 bekomme ich nochmal einen stärkeren Hammer. Hier muss ich lang. Damit ich den weiten Weg bis ins Kapitel nicht wieder laufen muss. Warum auch immer ich da je wieder hinlaufen sollte. Hier ist noch so ein großer Block. Und da ist ein Sternsplitter. Schön spaßig. Nun sind wir direkt wieder hier und müssen den dämlichen Umweg nicht gehen, wie wir ihn sonst immer gemacht haben. Und stellen uns direkt wieder hier drauf, weil wir ein Sternjuwel haben und das zeigt uns jetzt das nächste Sternjuwel auf der Karte. Das ist ein echter Teufelskreis. Epic Sequence ohne Glitches. Sternjuwel Number 3 haben wir. Number 4 ebenfalls in nicht einem meiner Lieblingskapitel, also... Es ist nicht so schlimm, aber es ist halt viel Rumgekatte. Also als Spieler ist es weniger schlimm, als YouTuber ist es ein bisschen schlimm, weil man wirklich, man muss die ganze Zeit rumcutten. Weil du läufst einfach ziemlich oft von A nach B. Es befindet sich nämlich genau dort auf der linken Seite im Geisterwald. Und ich möchte es nicht, um es ehrlich zu sein. Dafür bekommen wir aber meinen Lieblingspartner. Oder Partnerin. Als ob ich ein Spiel von 2000 und noch spoilern kann. Ist in Geisterdorf. Das muss das vierte Sternjuwel sein. Ja, Genius. Wir gehen zu Professor Stone. Yay. Ja, wir gehen ihm wieder nerven. Was macht die hier, Mann? Ohne Spaß jetzt, was wollen diese Typen immer von mir? Ich bin hier richtig ruhig am Kiffen und ihr seid wieder irgendeine Scheiße am Labern, die mich überhaupt nicht juckt, Mann. Was juckt mich eine Welteroberung? Ich bin high, die Welt liegt unter mir, so high bin ich.
Leute, es juckt mich nicht. Denkt ihr, diese Sonnenbrille trage ich aus Spaß? Ich habe größere Augenringe als die Queen, Mann. Die Queen von England. Ja, in Düsseldorf könnt ihr gerne weitermachen. Was juckt mich das? Gebt mir mein Hasch wieder, sonst schlage ich euch. Drogen machen nicht aggressiv, wenn man Drogen nicht nimmt. Das macht aggressiv. Guck mal, hier habe ich ein schönes Buch. Und da reiße ich mir ein paar Blätter raus und drehe mir ein paar Röhrchen. Aber ganz ehrlich, geh mir bitte nicht auf den Sack, okay? Geh mir bitte nicht auf den Sack. So, Bomber, beeilen wir uns. Ja, verpisst euch lieber. So, Professor Stone, natürlich unglücklich wie immer. Ich habe eine Mail bekommen. Juckt die oder juckt die nicht? Weil Mails, die nicht jucken, lese ich nicht vor. Wo haben wir es? Wichtige Items, Mail Receiver. Ah, das könnte lustig werden. Mario, Kubio, geht es euch gut? Ohne dich fühle ich mich so einsam. So einsam. Kubio, der im Haus riecht es noch nach dir. Okay. Aber wenn du nicht da bist, fühlt es sich so leer an. Verstehst du? Naja, in letzter Zeit riecht es eigentlich immer nach Kupador. Das ist ein ganz komischer Geruch. Bestimmt, weil er so lange im Bauch von Logat war. Seltsamer Geruch ist das. Aber ich gewöhne mich besser schnell daran, weil Kupador ja irgendwann mal mein Schwiegerpapa wird. Okay. Huch, habe ich das jetzt echt geschrieben? Ich schick's einfach ab, Kupine. Noch ein Nacktfoto. Muss ich eben zensieren, schön. Wow, Kupio. Du hast eine Fanbitch am Start. Schon cranker Shit. Schon cranker Shit. So, wir runnen mit Yoshidoshi. Alter, war der scheiße. Wieder hier lang. In den Cutters vom West End ist anscheinend irgendwas Interessantes. Also fallen wir hier mal in den Gully. Wie ich es im echten Leben natürlich auch tue. Dann ist ein Sternsplitter. Hier soll irgendwas Interessantes sein. Natürlich kann ich euch das jetzt nicht versichern. Könnte natürlich gut sein. Hier baden wir ein bisschen im Wasser. Alles schicki-micki. Alles easy peasy. Alles lemon squeezy hier. Und rennen wieder mit Yoshi irgendwo anders hin. Ja. Nein, 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 nicht runterfahren. Oh. Nein, 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 verpiss dich. Verpiss dich. Ich weiß genau, was wir da machen müssen. Dann müssen wir nämlich mit Yoshi rüber. Also. Runter in den Gully. Dann müssen wir uns auf Kian setzen. Und schon sind wir hier drin. Kriegen noch eine Shine Sprite. Können wir den schon kaputt machen oder ist der noch zu hart? Ne, der ist zu hart. Tatsächlich. Da können wir rein. Wir wohnen hier. Düsterdorf kann man hier hin. Okay. Da wohnt das Düsterdorf. Wo geht's hier hin, ist die Frage. Wahrscheinlich da hinten zu dem Stensplädo. Ja, die Stensplädo ist da hinten. Kleine Jump and Rivel Action. Facepalm. Okay, Physics. Okay, ich bin in der Mario-Welt, ich halt mein Maul. Ja, ich habe gesehen, dass ich das nicht mehr hinkriege. Ich wollte es trotzdem versuchen. Kostet nur 1 HP, chillt euer Leben. Jetzt ganz ruhig und sicher. Ja, okay, wie soll ich das jetzt hinkriegen? Nein, ich bin so... warum bin ich so dämlich? Meine Güte. Meine Güte. Meine Güte ist sehr groß, denn ich bin sehr gütig. Wie euch das sicher eine Menge Menschen, nicht meine Ex-Freundin zwangsweise, bestätigen werden. Aber tatsächlich bin ich ziemlich gütig, weil ich ziemlich schön und sexy bin. Das hat auch viel mit Güte zu tun. Ja, habt ihr schon mal
die wichtigsten Punkte der Gütologie gelesen. Nein, ich auch nicht. Aber die könnten da drin vorkommen. Die Röhre wirft dich wieder zurück. Ich will aber da rein. Gumbrina, sag was. Direkt nach Düsseldorf. Ey, funktioniert nicht. Ist defekt. Seems legit. Dich können wir nicht kaputt machen. Nee. Können wir auch nicht kaputt machen. Hä, warum wirften die mich direkt wieder raus? Die Röhre wirft mich direkt wieder raus. Hä, ich blick's nicht. Düsterdorf. Okay, das will ich aber noch in diesem Part machen. Ich bin gleich wieder da. Ja, bis gleich. So, diesen Dude hätte ich fast vergessen. Dem wollte ich ja ein bisschen Geld geben. Hier gebe ich dir 100 Münzen. Ich bin pleite, aber ist ja nicht so schlimm. Und ja, das wollte ich nur mal kurz eben reinschmeißen. Bis gleich. Lulz. Mann, Alter, was man auf der Suche nach so einem Shit eigentlich alles findet. Was ist jetzt hier? Hier ist locker eine Bodenplatte. Ja, stimmt, hier war eine Bodenplatte, ich erinnere mich. Ja, jetzt steht Yoshi da drauf. So, schön. Dann muss man halt mit Yoshi rüber. Hier muss auch Yoshi rüber. Ah, schönes Ding. So, ein Sternfluss. Und da hinten ist eine... Shinesprite! Und Yoshi hat es tatsächlich geschafft, hier runterzufallen. Yeah, Shinesprite. Und wer ist das hier? Sehr gegrüßt. Ich bin der Troubadour Walter von. Okay. Jeden Tag sitze ich hier oben und erzähle Geschichten. Ich kenne die gesamte Legende der Stadt Rohlingen. Wenn du willst, erzähle ich dir allerdings etwas. Kostet aber ein paar Münzen. Möchtest du Teil der Legende hören? Nein, ich möchte überhaupt nichts hören, weil du mit der auf den Sack gehst. Ha! So, dann gehen wir jetzt noch einmal den Rangus Aufos machen. Der heißt tatsächlich so. Ach so, ja, stimmt. Ich muss auf die andere Seite des Tisches. Ja, bitte. Die beiden kann ich noch nicht erhöhen. Das kostet extra. Für diesen Mitstreiter den Rang erhöhen? Ja, bitte. Für Yoshi Dosh. Rangus Aufus! Aufus! Und das Haus löst sich einfach auf. Aber Yoshi wird noch badass. Mehr badass. Badasser? Das ist die Steigerung von badass. Er wird mehr badass. Weil er jetzt mehr HP hat und nicht mehr so schnell wegkrepiert und einfach noch viel geiler ist. Ich meine, guckt euch diese Stats an jetzt. Ich meine, der hat jetzt einfach 20, ne? Hat krasse Technik. Also der kann jetzt Eier werfen, also Distanzangriffe kann er jetzt auch noch. Also er geht jetzt nicht nur Verteidigung irgendwie durch Saugmatz, sondern einfach kann einfach noch Eier auf Gegner werfen, auf die er sowieso keinen Bock hat. Also ja, weiterer Cut. Another one. Noch eine. Ich kann nicht aufhören, ich muss gerade dieses Jagen nach Insignien vollführen. Kann ich hier rein? Ja, hier kann ich rein. Ah, stimmt, das war Spastiland. Spastiland, ich mag Spastiland nicht. Gehen wir zurück. So, ich hatte wieder die geile Situation, dass ich 60 Minuten lang gesucht habe und mich letzten Endes dann doch dafür entschlossen habe, mir ein kleines Walkthrough anzugucken. Das muss ich dann leider in letzter Zeit öfter machen, weil wirklich meine Erinnerungen an diese Spiele sind teilweise vorhanden, aber auch nicht so richtig, Jungs, ne? Also man muss sagen, das sind Gamecube-Spiele. Wann ist das Spiel rausgekommen? Das habe ich vielleicht... als ich 6 war oder so gespielt, keinen Plan mehr. Ich weiß, mein erstes Spiel, das weiß ich noch ganz genau. Das war, jetzt muss ich doch kurz überlegen. Ne, war Feuerrot, Pokémon Feuer Red war das.
Und danach kam Super Mario 64 für den DS. Habe ich auch gespielt. Das war mega geil. Da erinnere ich mich noch dran. Aber an dieses GameCube-Spiel, was ich vielleicht mal zwei, drei Mal gespielt habe, nicht mal voll auf 100% oder so, habe ich keinen Plan mehr. Ich muss mal mit dem Typen hier reden. Professor, wir waren eine Röhre nach Düsseldorf, aber die spuckt uns einfach wieder raus. Ich glaube, die ist kaputt. Oh, Mann, Alter, geh mir nicht auf den Sack. Ohne Spaß, ne? Fickt euch. Weißt du, ich helfe euch jetzt mal, damit ihr mir nicht mehr auf den Sack geht und ich hier in Ruhe richtig breit sein kann. Verstehst du? Also, ich hätte da eine Möglichkeit. Das wäre ganz... Oh, geh mir doch weg, du scheiß Virenprogramm. Irgendwo in Roningen soll jemand aus Düsseldorf wohnen. Ihr müsst eigentlich wissen, wie er in die Röhre gelangt. Das wäre doch gleich ihr Name. Er heißt Finstus. Krass. Und er treibt sich meist in finsteren Ecken herum. Neulich habe ich ihn in der Nähe rumlungen sehen. Also such mal nach Finstus. Okay. Krass. Ich hoffe, die wird nicht zu lang, die Folge jetzt. Dahinter könnte er vielleicht sein. Da könnte er sein. Dann gucken wir uns das an. So, jumpen wir mal hier runter. Und da ist er doch auch schon. Das erkenne ich doch. Leute aus deiner Gegend kenne ich. Genau, ich bin Finstus. Was willst du von mir? Ja, wir wollten, dass wir die Röhre funktioniert. Ah, wenn meine Röhre nach Düsseldorf kommt. Ganz einfach. Du musst etwas bei dir tragen, worauf dein Name steht. Hast du etwas, worauf dein Name steht? Zählt die Kappe? Wenn nein, nein. Warte, ich schreibe dir etwas. Wie heißt du? Mario. Dann schreibe ich dir das hier hinten drauf. Erledigt. Und nun noch für deinen Partner. Wie heißt du? Kian! Ja. Das kitzelt. Was auch immer ihr in Düsseldorf wollt. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich fürchte, das werdet ihr brauchen. Okay. Das ist überhaupt nicht awkward. Oh, ein Sternsplitter, dankeschön. Ja, Mann! Wie komme ich da wieder raus? Hier gibt es viel Alk. Das ist nicht gut für eure Kinder. Wisst ihr das? Oh, wie geil, eine optische Täuschung. Oh, ihr miesen Wichser. Ah, ihr miesen Wichser. Egal, ja, der diese Folge wahrscheinlich immense Überlängen an sich genommen hat, wird es in der nächsten Folge weitergehen. Haut raus. Moment, ich gehe zum Speicherblock. Haut raus. Backt euch ein Eis. Und von mir heißt es, wir sehen uns morgen wahrscheinlich direkt bei der nächsten Folge. Ciao.